The Day Before. Lange Zeit war nicht ganz klar, ob dieses Spiel zu schön, um wahr zu sein ist und ob es überhaupt veröffentlicht würde. Nun erscheint es am 7. Dezember 2023 im Early Access. Geplant ist ein Preis von zum Start 40 und später 50 Euro. Und damit hallo und herzlich willkommen zu diesem Informationsvideo. Bei The Day Before handelt es sich um ein Apokalypse-Survival-MMO in einer offenen Welt, wie es dies zuvor noch in keinem anderen Spiel gegeben haben soll. So beschreibt es zumindest der Entwickler Fantastic. In The Day Before soll sowohl Online-PvP als auch ein kooperatives Spiel möglich sein. Die Inhalte des Spiels beschreibt der Entwickler wie folgt. Überlebe um jeden Preis, kämpfe mit anderen Spielern ums Überleben, überlebe gegen die tödlichen Infizierten, sammle wertvolle Beute, entdecke die riesige postpandemische Welt. Erkunde das wunderschöne und detailreiche New Fortune City, betritt riesige Wolkenkratzer, Geschäftszentren, große Einkaufszentren, imposante Stadien und vieles mehr. Entdecke die Umgebung von New Fortune City mit atemberaubend detailreichen Fahrzeugen und baue die Gesellschaft neu auf. Schließe dich der Kolonie der Überlebenden von Woodbury an und hilf ihnen bei ihrer Mission, die Gesellschaft wieder aufzubauen. Tausche Gegenstände in Woodbury und bewahre dein Vermögen in einem persönlichen Lagerraum auf. Errichte ein eigenes Haus in der sicheren Zone und so weiter und so fort. Es soll einen umfangreichen Charaktereditor und Fahrzeuge im Spiel geben. Zudem ist ein dynamisches Wettersystem mit echten Auswirkungen auf das Gameplay vorgesehen. So soll man sich beispielsweise wetterentsprechend kleiden müssen. Insgesamt soll der Survival-Aspekt realistisch gestaltet sein. Vielleicht so, wie man sich eine Zombie-Apokalypse im echten Leben vorstellen würde, inklusive Konflikte mit anderen Menschen oder Gruppierungen, beispielsweise wegen der Verteilung von Ressourcen. Daneben soll es die Möglichkeit geben, sich eine eigene Behausung zumindest einzurichten. Und am Ende führen augenscheinlich alle Wege nach Woodbury. Erinnert euch das auch entfernt an The Walking Dead? Wie dem auch sei, dies in Verbindung mit bisher gezeigten Screenshots, Videos und Aussagen der Entwickler macht einen grundsätzlich guten Eindruck und Hoffnung, ein herausragendes Spiel zu erhalten. Grundsätzlich. Allerdings ließen die näheren Umstände rund um das Spiel Zweifel aufkommen, ob das Spiel die in es gesetzten Erwartungen einhalten kann oder ob es jemals erscheinen wird. Für den Monat Dezember 2023 ist The Day Before jedenfalls eines der meist erwarteten Spiele und könnte, glaubt man den Ankündigungen, eines der mechanisch und grafisch anspruchsvollsten Zombie-Spiele seiner Zeit werden. Bis heute bestehen Zweifel am Spiel und den Entwicklern und dessen Geschäftsgebaren. Lange Zeit hatte niemand das Spiel spielen können und es handelt sich um einen unerfahrenen Entwickler und es gab mehrere Verschiebungen, eine davon wegen einem Wechsel der Unreal Engine Version 4 auf 5, sogenannte freiwillige Programmierer, und es soll einen augenscheinlich seltsamen Namensrechtsstreit mit dem Anbieter einer Kalender-App gegeben haben und vieles, vieles mehr. Manches davon, so wie ich das verfolgt habe, relativ unwahrscheinlich in der Konstellation, wo man sich an den Kopf fasst und denkt, kann sich doch gar keiner ausdenken, so wie das da gelaufen ist. Aber aus persönlicher Lebenserfahrung kann ich sagen, manchmal passieren Dinge, wo man hinterher denkt, wenn dir das einer erzählt hätte, das hättest du nicht geglaubt. Ich sage, warten wir ab und harren der Dinge, die da kommen, und frage euch, was denkt ihr zu The Day Before und den Umständen der Spieleentwicklung? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Zum guten Schluss lasse ich noch die Entwickler zu Wort kommen und bedanke mich bereits jetzt recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. The Day Before offers a uniquely reimagined journey into post-apocalyptic MMO open-world survival. Artfully developed by Fantastic and brought to you by the publisher Mytona. The open world of The Day Before is beautiful and richly detailed, set in the present day on the U.S. East Coast, following a deadly pandemic. The game begins after you are rescued by the survivors of the Woodbury Colony, your new refuge and safe home. From now on, the doors of Woodbury will always be open to you. But first, you will create your unique character. Select a personality, choose a gender, and customize every detail, immersing yourself in our vision of post-apocalyptic America. Woodbury survivors are working to rebuild the community,
constantly needing supplies, building materials, and various items. Your main task is to bring as much valuable loot as possible. And in return, you'll be rewarded with a local currency known as Woodbury Coins. Who the hell needs your junk? Keep track of your health, hunger, and thirst indicators. And remember, dangers are everywhere here, ranging from the vicious infected to other players who are ready to take everything from you. We've designed survival in this world to be a thrilling experience. The weapons, which can be modified, are made with maximum realism to ensure that combat remains deep and engaging at all times. Each weapon boasts unique characteristics, as well as realistic reload and recoil mechanics. Completing various community tasks also presents an opportunity to earn Woodbury Coins. Well, well, who do I see here? How's it going, my friends? Woodbury Coins can be exchanged for ammo, from regular to armor-piercing, weapons, protective equipment, backpacks, food, drinks, and medicines. Spa access to relax, and a gym to work out. Safeguard your accumulated items by storing them in secure storage. Exchange Woodbury Coins for cars to swiftly collect loot and access distant, hard-to-reach locations. You will receive your own ranch, where you can purchase and upgrade houses, as well as install furniture and decorations. The ranch serves as your cozy, safe oasis amidst the post-apocalyptic chaos. Welcome to the next generation of post-apocalyptic MMO open-world survival games like never before. Immerse yourself in The Day Before. The Day Before, Early Access, December 7. The Day Before steht bevor.